Also ich lege meinen Janker ab, ich entfilze mich. Das war jetzt genug Zielgruppen-Entertainment für die erste Reihe. Tut mir leid, liebe Gäste aus Berlin, das nennt man bei euch in Berlin die Anschleimphase. Bei uns in Bayern heißt das Captatio Benevolentiae. Wir sind gesitteter, als ihr denkt. Zuerst saufen, dann schlägern, am Schluss auf Latein drüber sinnieren. Das ist die katholische Dreifaltigkeit. The Bavarian Circle of Life. Einen Scheiß machen, beichten und am nächsten Tag einen gleichen Scheiß wieder machen. Halten wir... Ja, bitte, ich will das nicht unterbrechen, wenn ihr klatscht. Bitte. Halten wir inne, denken wir nach, was ist draußen los vor der Tür. Die Leute sind halt nicht zufrieden, die protestieren, es tost und braust. Die Leute rufen nach einem handlungsfähigen Staat. Die wollen sehen, dass ihr das Schiff steuern könnt. Und was macht ihr? Ja, der Olaf ist in Berlin in eine Schockstarre verfallen und ihr feuert hier einen politischen Komödienstadl ab. Schaut's mal im Ernst, ich will, dass das auch real wird. Schaut's, was ihr angerichtet habt mit eurem Geschwätz. Die Grünen müssen eine Veranstaltung nach der anderen absagen. Schaut's mal rüber, Markus, die welken Pflänzchen. Du siehst, deine Taktik ist aufgegangen. Jetzt sind auch die Konservativen soweit, dass zugeben müssen, dass Pflanzen schlechter wachsen, wenn man sie jeden Tag zusammenscheißt.